Generationen haben den großen Irrtum gemacht, ihn als Neurastheniker, als ödipalen Wirrkopf, als pathologischen Revoluzzer, eben als dekadenten Typus darzustellen. Und das glaube ich nicht. Hamlet ist ein harter Mann. Es ist nicht nur meine Auffassung, dass ihn jetzt als energischen und konsequenten Menschen das Werk. Es ist weder religiös, noch aristokratisch, noch bürgerlich, sondern völkisch wie die griechischen Tragödien. Und weil es völkisch ist, schaffen wir die Barriere zwischen Zuschauer und Schauspieler ab. Der Raum, das Licht, die Bewegungen, die Töne sind alles. Und auch der Zuschauer selbst, sie alle verschmilzen zu einem großen gemeinsamen Effekt. All around my hat, I will wear the green willow, and all around my hat, for a 12-month and a day. And the ordinary circumstances.